herzlich willkommen zur weiteren Folge Evil. Mit dabei ist der Hallo Pietchen. Na, es was ist geht wieder soweit, Jungs. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Bei mir ist alles easy. Bei mir auch. Bei dir alles easy, ne? Ah, Alter, hier sind überall Zombies und Creeper und so. Warum ist denn auch Nacht? Hast du dir eigentlich ein Bett gecraftet mal oder gar nicht? Nö. Überbewertet, was soll ich mit dem Bett? Überbewertet, da ist ein Enderman, den hole ich nochmal eben so lange. Der Piep braucht nur Vorbereitungszeit. Ja, Enderperle! Zum Spawn laufen, das ist das, was mich noch Zeit kosten wird. Ah, und du bist weiter weg, oder wie? Ja, ein bisschen bin ich weiter weg. Kann man so sagen. Okay. Aber meine Falle, Leute, die ist natürlich heute mal wieder am... Bei mir kann man ja krasse Fallen erwarten, habt ihr aber jetzt mal gesehen. So, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Ja, die Leute in meiner Folge müssen mal kurz hingucken, denn wer meine Folge von gestern gesehen hat, der wird jetzt wissen, dass ich extrem dumm war. Denn ihr seht es hier und ihr wisst, was ich letzte Folge gemacht habe und das ist extrem dumm gewesen von mir. Das, okay, die Leute werden schon wissen, was... Oh, Hexe, nein, ah! Bitte sterb. Bitte nicht, Hexe. Bitte nicht. Ah, die verfolgt einen auch so penetrant, ne? Ja, komm, ich greife die jetzt an, vielleicht bekomme ich einen Trank dadurch, der mir helfen kann, so. Ich habe noch nie einen Trank bekommen von so einer. Heilungstrank, was? Instant Heilung. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, das ist so das Perfekteste, was du bekommen kannst ungefähr in dem Projekt von der. In dem Projekt ist es ganz geil, so. Das ist das, ja, doch, eins der geilsten Sachen, so. Aber halt zum Trinken und, ja, die erste Stufe halt nur, aber reicht ja. Voll geil. Ja, fängt gut an, das Projekt. Ich komme zum Spawn. Ah, ich mach dir mal ein Bett, okay, dann kann ich hol dir mal hier ein Schaf. Kann ich das scheren? Nee, geht leider nicht gerade. Ich hol dir jetzt mal ein Bett, damit du ein Bett hast, damit wir schlafen können, weil mich nerven die ganzen Zombies hier jetzt. So, sind die vielleicht auch relevant für deine Falle oder warum pienst du so? Ich mach dir nur ganz liebevoll ein Bettchen. Ah, ich sehe da lebendig einen kleinen Hintergedanken, weil ein Bett ist jetzt nicht so Priorität Nummer 1. Aber mittlerweile bin ich auch enchanted, das heißt, ich habe mittlerweile auch ein Enchantment Table am Start. Das ist doch ganz cool. So, boah, die ganzen Zombies. Ja, ich mach dir nochmal eben kurz ein Bett, dann hast du es. So. Ich mach ein paar Sachen in meine Kiste, damit ich nicht alles mit mir rumschleppe. Oh, ich muss wieder hier Dingens mitnehmen. Oh, nee. Ja, ich bekomme einen Kollaps hier. Tschüss, Tür zu. Kommt da nicht rein. Wo ist jetzt mein... Hä, wo ist denn jetzt mein... Hä? Wo ist denn jetzt... Habe ich das jetzt reingelegt in die Kiste? Wo ist denn meine Wolle jetzt hin? Hä? Ach da, lol. Ich habe die im Inventar. Oh, what the fuck? Oh. Ich bin aber gerade nicht ready. Ich bin aber gerade nicht auf der Höhe so. Ja, ich mache dir immer noch ein Bett, aber das ist schon der Tag, glaube ich. Da ist eine richtige Zombie-Armee vor deiner Tür. Ja, ich sag es doch. Alter. Oh, nee, nicht mich triggern. Hui. Ey, ey! Ja, sorry! Regelverstoß, hab gewonnen. Ja, jetzt triggern die dich hier. Hier, komm, habt ihr ein schönes Bett hier gemacht? Guck mal da. Hab mir auch ein Schwert gemacht, mein Schwert ist fast kaputt. So, warte, du kannst dich ja mal hier reinlegen. Nee, ich leg mich gerne hier hin bei mir. So, dann lass mal zu deiner Falle. Soll ich dir mal was zeigen? Gehen, jetzt machen wir zuerst deine und deine Falle, danach meine oder so. Diesmal bin ich sogar nicht am Spawn, musste ich nicht irgendwie am Spawn die ganze Zeit irgendwie versuchen, zu irgendeiner Scheißposition zu leiten. Das ist natürlich gut. Das war letztes Mal schon ein bisschen belastend. Vor allem so die Situation so, welche Himmelrichtung war das? Welche Himmelrichtung war das denn? So. Okay, mal gucken. Das ist in der Richtung auf jeden Fall, die Himmelrichtung habe ich mir nämlich gemerkt. Ja, okay. Du bist aber echt weit weg, ne? Das ist aber echt ganz schön weit weg. Findest du? Ja, spontan sage ich ja, schon weit, aber, okay, du hast hier, das ist hier auch so schick, Ja, richtig schick mit Cobblestone, ui. Nein, ich meine, Wald, dass es hier so sehr, eng ist und so, weißt du, so, dass es halt, dass man hier halt, Jetzt komm. Und so, ja. Ich komm ja schon. Das ist noch ein ordentliches Stück, du musst jetzt hier nicht schon anfangen rumzupussen. Aber hier ist ganz viel abgebaut. Lol, ich habe hier sogar... Lol, das hier ist sogar noch meine allererste Schlucht. In der war ich ganz am Anfang drin. Oh, süß. Da komme ich aber nicht rein jetzt.
Ja, du musst nicht zu nah an den Abgrund. LOL! Zu nah an den Abgrund. LOL! Fuck! Fuck! Du bist da gelandet. Nein, 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 nein. Was? Du bist hier an dem Abgrund gelandet. Oh mein Gott. Ich dachte, was hast du denn da unten alles gebaut? Ja, Öfen. Wie geht denn? Wie geht das? What the fuck, was du alles gebaut hast? Ich bin da auf was ein Creeper. Warum landest du denn an dieser Ecke und nicht... Ohne Witz, ich habe in diese Richtung so viel frei gemacht. Ich habe hier das fetteste Loch. Ja, das ist gut gewesen. Aber... Ey. Nothing beats the Dom, Alter! Alter, ich das war so den... lucky von dir. Du wärst so tot gewesen, ne? Ich wäre richtig tot gewesen, ja. Du wärst so tot gewesen. Ich wäre richtig tot gewesen. Das ist, du bist gerade ein bisschen deprimiert, wie ich merke. Die war so krass, die Falle. Du hast gar nichts mehr gecheckt. Nee, ich hab nur gesehen, dass du auf einmal das Ding geplaced hast. So, dass du da das Ding geplaced hast. Und dann habe ich nur gesehen, so, ich muss weg. Und bin erstmal schön weit weggegangen, aber dann war es schon zu spät. Ja. Aber ich bin zum Glück, glaube ich, gerade gesprungen in dem Moment, die Falle explodiert ist. Du konntest doch so ein bisschen in die Richtung lenken, in die du failst. Ja. Fuck. Das ist schon... Das ist so geil, die Falle. Ich muss sagen, du bist mir doch gute Schritte voraus, so. Finde ich immer toll, was du machst. Ich bin immer fasziniert von deinen Fallen. Die war auch echt gut, fand ich. Mal guck mal, wie viel Damage die... Also, wie groß dieser Radius ist, wo du hättest reingehen können, sag ich mal, wo du ja auch drin warst. Ja. Ich habe hier halt die Schlucht ein bisschen überbaut, sodass ich so ein großes Loch buddeln muss. Und zufälligerweise kam dann einfach noch eine zweite Schlucht da so. Aber trotzdem, du siehst ja, wie quadratisch praktisch das ist, also... Ja, ich hätte auch den Wassereimer schon parat eigentlich, aber ich wollte jetzt nicht zwingend einen MLG versuchen, weil das... Keine Ahnung. Hättest du auch nicht geschafft. Ja, weißt du mal, ja, guck mal, hier ist die zweite Schlucht dann, ne? Hui. Aber ja. Ich muss sagen, du bist mir schon gute Schritte voraus. Das ist schon eine Sache, wo ich sagen muss, das ist schon Props ja, auf Leute. Jeden Fall. Das ist schon, da kann ich schon sagen, ist schon gut gewesen von dir. Aber ich habe halt wirklich ich habe halt Federfall 2 auf meinen Schuhen, ne? Das ist halt natürlich... Du wärst, glaube ich, trotzdem gestorben. Glaube schon. Also... wie viele Blöcke sind es? Ich bin mir nicht sicher, wie viele man braucht, um normal zu sterben. Aber das waren irgendwie knapp 40. Also, ja, ich wäre halt, also ohne Federfall wäre ich an der Position, wo ich stand, wäre ich da auf jeden Fall gestorben. Ja. Das ist halt klar gewesen, so. Ach Mann, warum an dem Rand? Mir war klar, irgendwie schafft man es, also irgendwie die Ränder, deswegen habe ich die auch so glatt gemacht. Irgendwie, die war eine normale Schlucht so, da sind immer links und rechts so Stufen, sage ich mal. Die habe ich alle weggemacht. So. Übrigens in den Öfen was drin, das habe ich mir dann schönes Stibitz in der letzten Folge. Ach so, ja, da könnte ein bisschen Eisen drin gewesen sein oder ein bisschen Stein oder ein bisschen Sachen. Naja. So. Nehmen wir nochmal vom Feld ein bisschen Karotten mit. Mach das mal. So, gut, dann können wir jetzt gleich zu meiner Falle gehen, finde ich. Hast du irgendwie diesmal was Schönes wieder gebaut? Ja, was ganz Schönes. Aber was ist denn dieses dumme Wasser hier, was da irgendwie ist? Das ist voll doof. Wo denn? Ja, da mach das mal weg. Wo ist denn deine Truhe ist da drin, ne? Jojo, meine Truhe ist da drin. Hast du alles dabei, so alles mögliche an Stuff, so an Essen und an... Ja, Essen sollte ich genug haben. Okay, super. Dann kannst du mir folgen. Fuck. Das war auch knapp, glaube ich. Lol. Lol. Ja, das war knapp. Fuck. Ich bin hier oben lang, oder? Ja, ich hab's gemerkt. Ich hatte halt auch nicht viele Chancen, um die Falle auszulösen, weil ich halt Das sind dachte, keine Stickies, ne? Nee, das war einfach nur Kies. Nee, das war einfach nur normale Kolben sind das mit Dingens.
Lol. Aber ich musste halt versuchen, den erstbesten Moment auszunutzen. Ne? Was soll ich denn noch aus meiner Kiste holen? Willst du von ja, mir? Ja, du warst halt zum Glück gerade da hinten, deswegen konnte ich mich schon mal hier positionieren. Und ich dachte halt, wenn ich das jetzt nicht mache, ich muss es halt sofort instant machen, weil ja. Ansonsten, wenn du einmal hier bist und dich wieder zurücklotsen, wäre halt kacke gewesen. Aber du bist halt leider, weil ich konnte es halt nicht enger machen, es wäre halt unnatürlich gewesen. Ich musste es und halt so machen. Und mein Wasser ist nicht so gelaufen, wie es momentan läuft, oder? Das war anders. Nee, das war so das Wasser eigentlich. Also das, ich weiß nicht, inwiefern du dann gestorben sein, wahrscheinlich hättest du das überlebt, so. Du hättest dich dann einfach mit dem Wasser, ja, vielleicht rausgepörlt oder so. Aber, ist die Lava tief? Ja, die ist tief, die ist, glaube ich, drei Blöcke tief ist die Lava. Okay. Hey, ich halt ja, ich würde sagen. Das war knapp. Meiner war halt echt knapp, aber ja, die hier, deiner. Ich hab's gar nicht gepeilt. Ich wusste gar nicht, ich hatte das Gefühl, dass ich schon zu weit bin, als es umgelegt wurde. Ich glaube, du warst eine Sekunde oder so zu spät oder so. Oder ja, ich weiß nicht genau, weiß ja. Es nicht mehr. War halt ich glaube, halt ich bin hier oben lang gejumpt. Ja, aber war auf jeden Fall auch ein nicer Versuch. Ich würde sagen, Leute, Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie knapp's war. Und lasst eine positive Werbung da, war echt eine spannende Folge. Also zwei Folgen, geil, die echt Leute, fast funktioniert hätten. Ja, ich würde sagen, schaut bei Dom vorbei. Schaut bei Feed vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Alter, ja, bis dann. Tschüss.